Mein Name ist Peter Kruse, ich bin Architekt aus dem schönen Baden-Baden und gerne wieder nach Nagold gekommen, wo ich schon viel Zeit als Fallschirmjäger verbracht hatte, sodass es mir nicht schwer fiel, den Weg wieder zu finden. Und wir haben hier in Nagold eine sehr interessante Architektur vorgefunden, eine sehr qualitätvolle Architektur, die schon vor über 20 Jahren klug und sehr vorausschauend entworfen worden war und realisiert wurde, sodass man sich in dieses Konstrukt eigentlich gerne einfügen wollte. Die eigentliche Herausforderung ist etwas, was schon sehr gut ist, noch besser zu machen. Und da haben wir uns schon durchaus viele Gedanken gemacht, wie wir das tatsächlich realisiert bekommen. Wichtig war uns, die räumliche Qualität zu erhalten, zu unterstützen, auszubauen, zu verstärken und nicht durch einen Einbau einer neuen inneren Struktur der Qualität dieses langgezogenen großen Baukörpers etwas zu nehmen. Wir haben weit über die Gestaltungsvorgaben aus der neuen CI heraus uns auch mit sehr vielen technischen Themen auseinandergesetzt. Wir haben sehr intensiv an der Akustik hier gearbeitet. Ein Raum mit viel Glasflächen, so ein langgezogener Raum, in dem Sie mich jetzt sehr gut verstehen, ist nicht selbstverständlich, weil man den Hall mit aufwendigen akustischen Wandkonstruktionen, Deckenkonstruktionen eingefangen hat, weil man viele technische Einrichtungen ergänzt hat und ganz nicht zuletzt auch eine quasi diskothekentaugliche Clubtechnik hier über mir, mit der wirklich alle audiovisuellen Ansprüche an ein Autohaus und weit darüber hinaus auch auf lange Sicht erfüllt werden können. Ein besonderes Highlight sind unsere zwei Stages. Die haben jeweils eine Länge von 7,5 Meter. Neben dem markenspezifischen Inhalt können hier auch Wackenhut-Inhalte präsentiert werden. Und zusätzlich kann man hier das neue Wunschfahrzeug fast in Originalgröße darstellen und konfigurieren. Wir sind der Zukunft immer einen Schritt voraus, denn mit unseren 150 Kilometer verlegten Strom-, Netzwerk- und Glasfaserkabel haben wir genug Kapazität geschaffen für die Technologie, die es noch in Zukunft kommt, um die bei uns im Showroom in Nagold einzubauen. Für Veranstaltungen und Produktpräsentationen können wir unseren Showroom in unterschiedliche Themenwelten eintauchen. Wir können sowohl eine Stage als auch beide Stages gleichzeitig als Präsentationsfläche verwenden. Und um den Abend perfekt abzurunden, haben wir neben der 35.000 Watt Clubanlage auch die passende Lichtanlage dazu. Darin sind Moving Heads, zwei Disco-Kugeln und auch weitere LED-Elemente verbaut. Unsere Kunden erwarten drei hochmoderne Auslieferungsboxen. Im Rahmen der Customer Journey können wir individuell das Fahrzeug an jeden einzelnen Kunden, Kundin übergeben, bei hochmoderner Technik, Lichttechnik und Tontechnik und es mit maximaler Privatsphäre. Neben den ganzen digitalen Konfigurationsmöglichkeiten können wir hier live vor Ort unseren Kunden die ganzen Lackmuster und Ledervariationen zeigen. Unser Gastgeber sorgt vom ersten Moment an für den perfekten Wohlfühlmoment und koordiniert die internen Schnittstellen, um die individuellen Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Für das leibliche Wohl sorgt unser Catering-Bereich mit einer Vielzahl an Heiß- und Kaltgetränken, wie zum Beispiel unser frisch gepresster Orangensaft mit Bio-Orangen. Auch im Service bieten wir viele digitale Lösungen an, zum Beispiel der digitale Auftragsstatus, die Kontaktaufnahme über WhatsApp oder den Live-Chat oder unsere Termin-Online-Buchung, die rund um die Uhr möglich ist.
Ja, bei Wackenhoods kümmert man sich nicht nur um die Kunden. Die schönen Zonen haben wir auf der anderen Seite dieser Wand schon gesehen, sondern genauso auch um die Mitarbeiter. Hier ist ein neuer Aufenthaltsbereich entstanden, in dem man Pausen und gute Gespräche mit seinen Kollegen verbringen kann. Natürlich gibt es hier nicht nur Pausen, es wird auch gearbeitet und dafür will man sich vielleicht beim Besprechen auch mal zurückziehen. Und schwupp, ist das Besprechungszimmer geschlossen. Ja, manchmal hat man nicht nur Projekte, sondern man hat auch Dinge, die man am besten unter vier Augen bespricht. Und da ist es ganz schön, wenn man sich hier zurückziehen kann und mal einen Blick auf die Kollegen werfen kann und sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt.